Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 2 Dark Waters. Jo, wir sind hier immer noch auf der Schwertküste, Insel-Dingens und rotten hier mal alles Getier aus, was, was uns das Leben bedroht, ne? Für Ruhm und Ehre, für Materialien, für Items, die wir dann später verkaufen können oder eventuell mal weiterverarbeiten tun. Schauen wir mal. Auf jeden Fall gibt es hier sehr, sehr viele Ruhmpunkte und wir brauchen die sowieso zum Skillen, also alles gut. Und nebenbei haben wir auch schon den ersten Gargoyle gefunden, aber immerhin schon mal gefunden. Und ja, der ist dann quasi unser nächstes Ziel, sobald wir hier ein bisschen aufgeräumt haben. Ja, bitte. Dankeschön. Die Chani ist so cool. Servus, du Feiervogel. So, schön weghauen. Sehr gut. So, dann ein Stückchen hier rüber schauen. Waren wir da eigentlich schon mal? Da ist eine Truhe. Werden wir gleich sehen, ob wir da schon waren. Nein. 85. Wo sind wir hier? Da herüben. Das muss ich mir irgendwie merken. Die ist viel zu stark. 85 kriegen wir noch nicht hin. Die Betonung liegt auf noch. Wie schaut's mit Lernen aus? Da brauchen wir 10.000 schon. Dauert noch ein bisschen. Aber vielleicht kann ich mir die Stelle merken. Ansonsten hoffe ich wirklich sehr von Herzen, dass ihr mich daran erinnern tut, dass hier vielleicht noch was ist. Jo, dann wären wir hier schon mal fertig. Dann können wir da einen Weg wieder raufgehen. Oder wir gehen mal zu den Eingeborenen hier. Wir werden uns ein bisschen hinlegen. Das werden wir machen. Lassen uns dann zum Piratenturm hinborten. Na nü. Oh, no palaver. Was machst du da draußen? Und, Servus. Yeah, yalla, yalla. Und, werden dann, einfach um den Piratenturm herumschauen und werden dann ganz einfach, was wollte ich sagen? Ja, dort die Viecher entblättern. Also, bis warum zum nächsten tust du Mal das? Schlafen, weil ich müde bin. So. Danke, dass ich mir dein Bettchen ausbauen durfte. So. So. Die zwei sind die einzigen Überlebenden von... Toll, hast du das gemacht. Jetzt hängen wir hier fest. Hau bloß ab. Lol. Ich habe schon gedacht, die wollen uns verprügeln, ne? Für das, dass wir ihren Anführer umgehauen haben. Aber nein. Nicht der Fall. Ist nicht der Fall. So, also wir porten uns zum Piratenturm. Dann können wir uns dort noch ein bisschen umschauen. Schau. Nicht schlecht, oder? Gleich ein Affe hier. So. Passt. So weit, so gut. War hier eine Kiste drin, die wir eventuell nicht aufbekommen haben? Na, schaut nicht so aus. Aber der Truthahn muss weg. Du musst leider auch weg. Wir brauchen leider euer Fleisch. Das wird jetzt auch... Oh, schau, rohes Fleisch, lol. Was wir auch gleich mal braten werden. Schau mal, 31 Geflügel. Ha, cool. Ich würde sagen, wir brutzeln einfach mal 20 Stück. Rohes Fleisch nehmen wir vielleicht auch mal. Ich würde sagen, nehmen wir mal 5. So. Fisch nehmen wir auch ein. So. Nehmen wir hier noch 6. Und da vielleicht auch noch 5. Dann haben wir überall 5. Dann passt das schon. So quasi als Notgeschichte. Sehr gut. Jetzt müssen wir noch zum Nachschauen. Wie viel Proviant haben wir noch? Benutzbares Fackel, bla bla bla. 79. Ja, da haben wir schon einiges weggefressen gehabt, ne? Ja. Aber warte mal, bevor wir da hinten runtergehen,
Gehen wir zuerst da vorne runter. Jo. Da gab es ja haufenweise Termiten. Eine Pfuhlnuss, die nehmen wir auch gerne mit. Diese Termiten werden wir vielleicht ausrotten. Jo. Ui, und die nächsten Feuervögel sind auch hier. Oder der Feuervogel. Sehr gut. Ja. Da oben wuseln die... das Ungeziefer rum. Ah, da haben wir Krabben. Habe ich die Kiste mitgenommen? Jetzt da. Nicht. Zusammen. Ja, ja, komm da her. Das ist gefallen. Jawohl. Und jetzt ist... jetzt ist gleich Geschichte mit mir. Oh, jawohl. Sehr, sehr gut. Die Kiste habe ich gar nicht aufgemacht. Pfui. Fackel, Grog, Proviant und Goldmützen. Sehr gut. Nehmen wir natürlich alles mit. Ist ja furchtbar. Habe ich die Kiste hier auch nicht, ne? Doch, die habe ich und die drüber habe ich übersehen. Ah ja, stimmt. Da könnten wir auch reingehen. Da können wir auch rein. Momentele, ich gehe mal kurz hier speichern. Jupp. So. Hallöchen. Aua. Was? Den haben wir schon mal? Und dann fürchte ich, werde ich jetzt bald mal eine Fackel brauchen. So. Das war's. Naja, immerhin eine Erzader. Die haben wir auch schon. Oha. Irgendwie wird es ja gerade nicht hell, ne? Obwohl ich die Fackel in der Hand habe. Ja. Also sprich, mir geht hier kein Licht auf. Ja. Okay. Dann gehen wir wieder. Dann müssen wir noch die andere Höhle anschauen. Und durchsuchen, wo die Termiten daheim sind. Ja. Lalala, lalala. Lalalala. Laufen, laufen, laufen. Tralala. Da, 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 da. Und dann müssen wir natürlich noch die eine Seite anschauen. Wo auch der nächste Hinweis von Stahlbarts Tagebuch, Schatzgeschichtel da dann sein tut. Da waren wir aber auch schon mal drin, oder? Ich weiß es nicht. Au! Zack, zack, zack! Na, geh ein. Perfekt. Geht ja. Schaut, da waren wir echt noch nicht. Da ist sogar was vergraben. Lol. Ach du liebe Zeit. So, weg damit. Schaufel, Schaufel. Ich denke, ich stelle mir immer vor, wenn er so schaufelt, dass das alles Chani mit voll, also voll abkriegt, ne? Weil er so nach hinten buddelt. Meistens steht da irgendjemand von unseren Verbündeten. Komm schon. Ah. So, was haben wir denn da drin? Alte Truhe. Grog, Tagebuchseite. Schau, ich red davon und schon haben wir sie. Diese Seite habe ich auf der Schwertküste gefunden. Und 300 Gold. Na bitte, Stahlbarts Schatz gefunden. Also der nächste Hinweis eben. Speichern. Hierhin. Ich habe eigentlich eine andere, also einen anderen Ort gedacht gehabt, wo die sein könnte. Aber ich will mich jetzt nicht beschweren. Wartet auch jemand auf uns? Hallo! Zack, zack, zack! Ich glaube, die Chani kommt auch, jawohl! Jawohl! Sehr gut! Huch! So, Speer. Dann waren hier noch ein paar Rattis, glaube ich. Oder auch nicht. So, dann
werden wir wieder den hier ausplündern. Den Tempel hier. Da waren wir noch nicht, so wie es ausschauen tut. Würde ich mal sagen, laufen wir mal hier lang. Aha. Okay, vielleicht mal was essen. Hallo? Fokobilz, was ist das? Rituale? Der Schamane der Shaganumbi sperrte all die Gedanken der Verstorbenen in die Flasche. Solange sie geschlossen bliebe, würden alle nachfolgenden Generationen von ihrer Weisheit profitieren. Sollte sie jedoch geöffnet werden, würde der Zorn der Toten über sie hereinbrechen. Den Rest kann ich nicht entziffern. Aha. Ja, wahrscheinlich Untergang des gesamten Stammes oder so. Kann man sich dann ja eh vorstellen, ne? So ein bisschen. Lol, jetzt muss ich da jetzt was draufstellen. Wenn ich nicht will. Benutzbar. Blunder. Wenn ich jetzt wissen würde, was das für ein Idol war. Was da? Achso, Trottel. Brauch nur einfach draufklicken, dann geht's ja automatisch. So, normal schon einpacken und rauslaufen. Und aufpassen, gleich wird eine Falle sein wahrscheinlich. Okay, doch nicht. Ich habe schon Vollgas mit einer Falle gerechnet. Aber wir bleiben wachsam. Okay. Dann stellen wir die mal hier drauf. Dann wird sich wahrscheinlich auch wieder was öffnen. Ja. Ich ziehe gleich mal unser Schwertelein. Ah ja, so, da ist schon mal hier. Kriege ich schon voll ein ins Gesicht, ne? Du mieser, fieser, kleiner, dreckiger Krieger-Depp. Ach, super, nichts getroffen. So, aber trotzdem ist er hin. Statuette, Idol, Statuette, Jadestein, Teller und ein Speer normalerweise. Supi. Gibt es hier auch noch Schwammerl? Ein oder zwei? No. Nix da. Na gut, aber hier, da wächst einer. Ich sehe dich. So, den nehmen wir wieder mit. Dann geht's hier wieder raus. Jetzt habe ich fast vergessen, den Finger auf die Leertaste zu halten, um zu verhindern, dass ich irgendwo abstürze. So, dann haben wir noch die goldene Mitte. Mal speichern wäre nicht schlecht. So. Dann hatschen wir da durch. Aber da ist dunkel, ne? So, Entschuldigung. So. Aha. Ist dann quasi einfach nur zum Rüberschauen, oder was? Verwandeln kann man sich noch nicht, oder? Das hat dann eher was mit Voodoo zu tun, wahrscheinlich, ne? Denke ich mal. Also so wie halt bei Risen 1 oder so, das ist dann glaube ich nicht der Fall. Na gut, dann sind wir hier scheinbar schon wieder fertig. Wie mir scheinen tut. Zack. Obwohl es irgendwie komisch ist, kann man das nicht irgendwie einreißen? Vielleicht ist es auch was für später. Könnten wir uns ja theoretisch auch versuchen zu merken. Dann nehmen wir noch den Pilz mit. Proviant kann ich eh nicht genug haben. Jo, da schaut, da ist noch einer. Als wenn er auf uns gewartet hätte. So. Tada! Sehr, sehr gut. Dann haben wir das Eck quasi auch schon geschafft. Wobei, da können wir uns noch ein bisschen genauer umschauen. Hier zum Beispiel ist noch eine Maki-Beere. Ja, mal schauen, ob hier noch irgendein Getier herumstreunt. Da drüben zum Beispiel, dass wir noch besiegen können. Ja, da ist noch einiges.
Bei Äffchen. Ach so, hier ist Stahlbart begraben. Natürlich. Das haben wir schon mal. Nehmen wir die Fackel da mal auch mit, bis sie erloschen ist. So. Nur ein Äffchen. Stahlbart. Wir machen das. Wir kriegen das hin. So, dann würde ich sagen, porten wir uns gleich zum Turm zurück. Oder noch den Strand vorher absuchen. Den Strand absuchen wäre auch so eine Geschichte, ne? Hier runter wäre es nicht so schlau. Aber da drüben können wir runter. Vielleicht gibt es hier noch ein paar Riesenkrabben und solche Geschichten. Jojo, da ist ja schon eine. Ja, servus, Krabbe. Komm, mach dich auf. Jawohl, danke. Sehr gut. Eine Muschel. So, aber ansonsten... gibt es hier getiermäßig scheinbar nichts mehr. Dann können wir noch darüber ein Stückchen laufen. Wenn dann da auch nichts mehr ist, dann schauen wir weiter. Schaut nicht so aus, als wenn da was wäre. Da waren wir ja schon. So, warte kurz. Stimmt, da drüben könnte man noch schauen. Lalala. Lalala. Ob da noch was wäre, dann können wir zum Piratenturm uns hinporten und dann ein bisschen schlafen gehen. Und dann noch die andere Seite vom Piratenturm aus erkundschaften. Und dann können wir noch... Und dann. Können wir wieder ins Shaganubi-Dorf zurück, können wir dort noch ein bisschen uns umschauen. Und dann. Ja, da haben wir, also zum zu tun gibt's viel. Also zum Abchecken, ob da noch irgendwas lebt. Zusammen! Zack, zack, zack. Die Garten dürfen wir nicht vergessen. Die sind ja auch noch zu machen. Ja, genau. Bin ganz deiner Meinung. Ui, ein schwarzer Oleander. So, haben wir hier noch was? Eine Kiste. Die wir schon geplündert haben. Brav. Lalala, lalala. Lalala, da. Ist davon eine Muschel? Eine Muschel für uns. Noch eine Muschel. Super. Hier ansonsten ist nichts, ne? No. Na gut, dann würde ich sagen, jetzt können wir uns porten. Ja. Wir dürfen. Dann gehen wir einmal pennen. Bis zum nächsten Morgen, würde ich sagen. Gutes Nächtle, ihr Lieben. So. Sehr, sehr gut. Und dann hatschen wir weiter. Gleich da so raus. Da ist der nächste Krallenaffe, den machen wir gleich fertig. Sehr, du Viech. Zack, 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 zack. Basti ist auch erledigt. Alles fein. Dann können wir hier oder da. Ich würde zuerst sagen, da unten. Da sehe ich nämlich wieder so ein düster Dingens. Au! Ja, genau. So. Da haben wir den nächsten Affen. Und das geht immer weiter so, ne? Zack, zack. Jawohl. Sehr, sehr gut. Dann könnte man hier noch hochlatschen. Alter Schwede, das ist echt groß, ne? Jetzt haben wir den nächsten Affen.
Zack, 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 zack. Fast Hammer. Huch, entschuldige. So, Hammer auch. Dann können wir noch ein Stück hochlatschen. Eins, wo immer noch. Also, Bill, schauen wir uns noch um, so wollte ich sagen. Schau. Mit Jaguar. Großartig. Mit Gargoyle. Oha. Ich glaube, wir sind einigermaßen dort, wo wir hin wollten. Es wird noch spannend zum Schluss. Der Jaguar hätte es aber nicht sein brauchen. Zack, zack, zack. Das Ding muss mal weg. Der Jaguar muss mal weg. So, jawohl. Der ist auch erledigt. Der Gargoyle muss weg. Und schießen. Jawohl. Au, au, au. Mein Rumsaufen. Boah, das ging echt gut. Eins von sechs Gargoyles haben wir schon. Danke, Chani. Super. Ich bin ja gerade begeistert. Das lief echt gut. So, dann noch ein Stückchen hochlaufen. So, dass ich mich dann beim nächsten Mal ein Bill orientieren kann. Ach, da oben latscht schon der nächste rum. Okay. Da wäre eine Höhle. Die schaut auch sehr verdächtig aus. Na, passt, würde ich sagen. Dann belassen wir es mal für so. Also, für diese Aufnahmesession werden wir dann nächsten Samstag, werde ich dann hier weitermachen. Und werden dann versuchen, auf der Insel, auf der Schwertinsel, schön nach und nach die ganzen Gargoyles auszurotten. Na gut, ihr Lieben, das war's dann wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!